Liebe Freunde, willkommen zurück zu Clash of Clans. Wir haben im letzten Part versucht, was soll ich Ihnen sagen? Wir haben im letzten Part versucht, an die 5 Sterne zu kommen. Hat nicht geklappt. War sehr schade. Und ich denke auch mal, ich werde mir was in der Klamok anfordern. Vielleicht kommt ja was. Drache, Schwachsinn. Vielleicht kommt ja was bei rum. Mal gucken. Wie gesagt, wir haben im letzten Part versucht, an die 5 Sterne zu kommen für die vierfache Sternbelohnung, für den vierfachen Sternbonus. Das hat nicht geklappt. Ihr habt gesehen, wie abgefuckt ich war. Ich war wieder sehr, 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 sehr schlecht drauf. Weil wenn man mit jedem Trupp einfach nur einen Stern holt, das ist halt wirklich traurig. Also das ist halt ne, Pech, keine Ahnung. Ich hatte im Livestream zuvor, habe ich jeden Angriff safe 2-3 Sterne gemacht. Das ist halt wirklich traurig so. Egal. Es dauert noch 8 Sekunden, dann sind wir hier durch. Und auch die Zauber sind schon fertig. Ich würde auch mal sagen, wir warten kurz ab. Vielleicht kommt ja noch was. Wer weiß. Wir werden sehen. Ich denke auch mal, wie lange dauert es jetzt, bis die Sachen fertig sind. Das wird mir dann hier nicht angezeigt. Also mindestens 15 Minuten oder 16 Minuten für die Zauber hier auf jeden Fall. Aber ich denke auch, warte mal, wir können das ja kurz so ein bisschen durchzählen. Ne? Der meiste Wartepunkt ist halt von den Packers aus. 3 Minuten. Ich habe 5 Stück von denen. Also schon locker 15 Minuten durch die Packers. 17 mal Magier. Das sind mal 30 Sekunden. Ist schon eine gehörige Anzahl. Und für jeden, wenn wir 2 Magier in Minute braucht, haben wir hier 17 Minuten für. Warte mal. Nicht 17 Minuten, wir haben 8 Minuten, 8,5 Minuten dafür. Wir sind da schon fast bei 23 Minuten. Ich frage mich, ob ich heute überhaupt noch 2-mal angreifen werde. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nämlich nicht. Ich denke mal, wir werden nach diesem Kampf hier. Wir sollten jetzt nicht so palavern. Ich will aber noch ein bisschen warten, bis hier was bei rumkommt. Im besten Falle. Ich denke nicht, dass das bei rumkommt. Wäre geil. Ich denke aber nicht. Keine Ahnung, was sollen wir jetzt machen? Wir könnten ja kurz mal in den Kriegslog schauen. Und uns ein paar CK-Angriffe anschauen. Ja, ihr habt es ja letztens mitbekommen, wie scheiße das lief. Es war wirklich. Ich weiß nicht, was das war. War es meine Schuld? War es die Schuld des Spiels? Keine Ahnung. Oder war es generell waren es die Dörfer? Keine Ahnung. Also man muss auch sagen, es war relativ viel Pech dabei. Ne? Also jetzt mal bei diesem Drachenangriff hätte man da schon 2 Sterne gönnen können. Ne? Das sei aber auch mal davon befreit, ja? Der Drachenangriff, ja, der eigentlich ganz gut durchdacht war, aber wahrscheinlich leider durch die fehlenden Ballons nicht die Balance gebracht hat. Verstehen Sie? War gerade ein Wortspiel. War halt scheiße, ne? War doof. Sagen wir so, wie es ist. Der Drachenangriff war unnötig. Das hätte 2 Sterne geben müssen eigentlich. Hat es leider nicht gegeben. Warum auch immer. Naja, jetzt versuchen wir wieder mit Riesen anzugreifen und ich habe glaube ich 10 Riesen produziert und diese werden dann auch wahrscheinlich, wenn sie reinkommen, dafür müssen wir sorgen, gebootet. Wir müssen natürlich gucken, von welcher Stelle wir aus reingehen. Wir müssen natürlich da gucken, ne, in Nähe eines Rathauses, damit, falls wir an die 50% kommen, der nächste Stern, wobei wir brauchen ja nur einen Stern, ne? Das ist ja stimmt. Wisst ihr, diese ganze Party müsste nicht existieren, wenn wir nicht in der letzten Party 5 Sterne geholt hätten. So baue ich mir gerade Vorrat auf, den ich eigentlich gar nicht brauche. Aber was soll ich machen? Ich möchte diese 700.000 auf dem Tisch sehen. So. Und ich hoffe, da kommt gleich noch der ein oder andere Trupp bei rum, denn das wird mir helfen. Wäre ziemlich geil. Mhm.
Okay. Dankeschön. Ja, probieren wir mit diesem Trupp was hinzukriegen. Wir haben auch nicht mal so viel Zeit, deswegen sollten wir gucken, dass wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Gerade mit dem Suchen, das sieht gut aus. Okay, hier gehe ich rein. Nur wo gehen wir rein? Ich glaube, wir machen dann hier den Anfang, ja? Natürlich müssen wir jetzt hier Schweinerate nehmen, die uns rumnerven. Alle meine die sind gestorben. Zum Glück nicht. Warenkönig lebt auf jeden Fall noch. Stern haben wir. Gut, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ah, wie gesagt, das hätte hier nicht. Dieser Part müsste nicht da sein. Das, ne? Du wirst. Ja, natürlich sterben die Barbaren jetzt sofort ab, ich weiß. Naja, egal. Fakt ist, wir haben die Belohnung bekommen. Und mehr interessiert mich hier auch nicht mehr. Wisst ihr, wir haben auf diesen Moment so hingearbeitet und das sind 800.000, nicht mehr 700.000, weil wir sind ja hier aufgestiegen. Sehr schön, gerade in dem Kampf. Das kompensiert das Ganze nochmal so ein bisschen. So, Belohnung abholen. Geil. Und jetzt haben wir nämlich, und das war mir nämlich wichtig, wisst ihr, deswegen habe ich mich ja im letzten Part so aufgeregt. Jetzt sagen wir einige, rückt dich doch nicht auf, ist doch nur ein Spiel. Ja, es ist nur ein Spiel, aber ihr wisst doch, guckt euch das nochmal an, wie viele Mauern wir jetzt geholt haben, alleine wegen dieser Belohnung. Und könnt ihr mir zustimmen, dass das extrem wichtig war? Für uns. Gerade was das Mauer-Completing vor Ende des Rathaus-Upgrades angeht. Jetzt haben wir heute einfach wieder 5 Mauern gemacht. Zack. Einfach so. Bam. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben, weil es war wirklich wichtig. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal Angriffe an. Und zwar von Niklas Brudes. So, und ja, keine Ahnung. Also, ihr habt es ja gesehen. Was soll ich Ihnen sagen? Ich finde jetzt nicht, dass ich im letzten Part so unfassbar viel falsch gemacht habe, um an 1 oder 2 Sterne zu kommen bei den jeweiligen Angriffen. Ich finde, da war zum Teil Pech dabei. Zum Teil waren noch zu viele Rathaus Level 9er dabei, die mich dann halt dazu verleiten lassen haben, da anzugreifen, weil ich habe keine Lust, 10 Jahre zu warten und so. Ihr wisst es ja, ne? Habe ich halt keinen Bock drauf. Wir haben Glück gehabt, dass wir jetzt gerade eben nochmal so ein Lauchdorf mit Rathaus Level 8 gefunden haben. Ist auch gut, dass wir da überhaupt noch 2 Sterne geholt haben. Bei dieser Angelegenheit. Ja, naja, wir haben zwar jeden Angriff gewonnen, aber ihr müsst halt wissen, es ist doch bitter wie sonst was, wenn man da angreift. Und am Ende wird euch dann hier nicht diese Belohnung gegönnt. Ihr macht da 1000 Angriffe, schmeißt eure Gems aus dem Fenster raus. Ich hatte mal fast 500, jetzt habe ich noch 60 oder so. Aber auch nicht so eine Scheiße, kommt dann so dieser Verlust bei rum, weil irgendwas dafür gesorgt hat, irgendeine Macht da oben dafür gesorgt hat, dass ich hier nicht an die 5 Sterne komme. Das ist immer das Beste an diesem Spiel. Naja, gut, ich würde sagen, ich bleibe heute mal Ehrenmann. Video soll unter 10 Minuten nach oben kommen. Deswegen, wir haben es geschafft. Wir haben unseren Fehler ausgebügelt. Unseren unnötigen Fehler, der aber, wie ich finde, nicht von mir kommt. Naja, ist auch egal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.